Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Aha. Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence. Du bist der Schlimmste. Beim großen Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn glauben heißt hoffen. Was hast du vor? Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Ha ha!
Spot, alles okay? Hoffentlich kommt er bald wieder. Was soll ihm passieren? Der Geflügelte frisst doch nur Beinwesen. Und Spot hat ganz viele Beine. Stimmt. Oh je. Ihr eine Idee, nach welchem Splitter die Sucher suchen? Vom Spiegel aus dem Thronsaal der falschen Königin. Wirklich? Ihr wisst, was das für ein Spiegel ist? Ja. Ich weiß auch, was ein Spiegel ist. Hast du mir erklärt, Ralph? Ein Spiegel ist was, wo einen ein hässliches Ding anglotzt, wenn man hineinschaut. Was wisst ihr über die falsche Königin? Nicht viel, nur dass sie auch so ein weichhäutiges Beinwesen ist wie du. Könnt ihr euch noch an Sedgwick erinnern? Wer soll das sein? Na, der Clown, der mir von euch erzählt hat. Clown? Clown? Ach, der Clown. Nein, eigentlich war ich froh, ihn vergessen zu haben. Wieso? Na, erst hat er Ralph zur Weißglut getrieben und dann hat er Silence zerstört. Als hier alles zusammenbrach, war ich total verzweifelt. Aber dann sagte Ralph, dass Sedgwick nun für immer weg ist. Und da wurde mir klar, dass so ein Weltuntergang auch gute Seiten hat. Wieso fragst du? Ach, nur so. Du weißt doch noch, wer Sedgwick war, Ralph. Ein böser Clown? Er war nicht böse, er war traurig. Aber er hat die Welt zerstört. Doch nur, um Noah zu retten. Ach, vergesst die Frage.
schon passiert. Es muss toll sein, immer seinen Bruder bei sich zu haben. Stimmt. Es muss toll sein, immer seinen Bruder bei sich zu haben. Stimmt. Spot, alles okay? Thank you.
Spotty, du bist wieder da! Spotty! Du hast es geschafft! Juhu! Und du hast den alten Janus dabei. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Hauptsache, du kannst noch laufen. Wir müssen schnell zum Kronsaal. Und vorher ins Camp. Wer bist du eigentlich? Danke, ihr zwei. Macht's gut. Tschüss, komm bald mal wieder. Ciao! Janus! Rini, wie hast du das gemacht? War ganz leicht. Spot war dabei. Hast du den Splitter? Hier ist er. So klein? Ich habe ihn mir viel größer vorgestellt. Hauptsache, er erfüllt seinen Zweck. Oh ja, die falsche Königin kann schon mal ihr Testament machen. Wollt ihr der falschen Königin etwas antun? Aber sicher, wir sind schließlich Rebellen. Verdammt, wie funktioniert er denn nun? Vielleicht durch magnetische Kräfte? Halte ihn mal in verschiedene Richtungen. Nichts zu spüren. Ich denke, Janus weiß den Weg zum Thronsaal. Doch nur, weil er den Splitter gefunden hat. Wollt ihr mich verarschen? Das Mistding funktioniert nicht. Überlass ihn mir einmal. Beim großen Gambler, weise uns den Weg. Was soll der Hokuspokus? Her mit dem Ding! Hey! Tu das nicht. Das ist der letzte Splitter des Spiegels und damit der einzige, der den Weg zum Thronsaal weist. Wenn die falsche Königin ihn in die Finger kriegt, dann findet keiner mehr den Weg zu ihr. Und sie hat alle Macht über Silence bei sich. Warum erzählst du ihnen das? Der große Gambler will es so. Wenn das stimmt und das hier wirklich der Spiegelsplitter ist, warum spiegel ich mich dann nicht darin? Weil nur der wahre König sich darin spiegeln kann. Womit bewiesen ist, du bist es nicht. Das kann nicht sein. Das ist der falsche Splitter. Hey, die weiße Strähne steht mir richtig gut, findet ihr nicht? Du spiegelst dich darin? Sie lügt. Ha, gib zu, ihr habt es geglaubt. Wenn ich die rechtmäßige Königin wäre, ich würde die Monarchie abschaffen. Hey, warum sagt mir denn keiner, dass ich einen Fleck auf der Nase habe? Mitten auf der Nase. Nett von euch, dass sie mich rumlaufen lasst wie einen Clown. Wie kann das sein? Das ist doch total verrückt. Hey, das ist doch toll. Ich wollte immer schon mal Königin spielen. Meine Krone soll Rubine haben. Das ist kein Spiel, Rini. Du weißt doch, was es bedeutet, der König von Silence zu sein. Du weißt das. Oh, dann bin ich lieber wieder nur ich. Hä? Was redet ihr da? Und wenn du die Königin bist, wer bin dann ich? Ihr Hofnarr. Wer sonst? Na, mein Bruder. Rini, wenn du die Königin bist, dann ist es deine Fantasie, in der sich das alles hier abspielt. Ich bin nur eine Figur darin. Genau wie alle anderen. Du weißt welche.
Cedric! Ja, juhu! Du bist mein Cedric! Habe ich's nicht gesagt? Total verrückt. Wir sollten Shana befragen. Sie wird prophezeien, dass wir die falsche Königin stürzen, um Rini auf den Thron zu verhelfen. Wenn das unsere Bestimmung ist? Was? Nein, 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 nein. Nur keine vorherigen Schlüsse. Wir gehen zu Shana, sobald es hell wird. Holen uns die Prophezeiung ab und bis dahin keine weiteren Spekulationen. Hinlegen und ausruhen. Alle. Ich halte Wache.